Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem Versuch. Ich habe ein bisschen was umgestellt. Wir gucken mal, wenn es jetzt 1, 2, 3 Folgen geht, wird es vielleicht auch veröffentlicht. Ansonsten nicht. Ansonsten gibt es nur die ersten 3 Folgen. Ach, aber das sieht ja dann keiner. So, was habe ich geändert? Ich habe noch ein bisschen die Grafikeinstellung ein bisschen rumgeschraubt. Das Problem haben echt sau viele Leute. Ich glaube so gut wie alle, dass dieses Spiel unstabil läuft. Es gab einen Lösungsansatz, auf den hat aber niemand geantwortet. Ich hoffe, die haben alle nicht geantwortet, weil es dann lief und sie haben es nicht mehr für nötig gehalten. Aber das war SLI und das Crosshair ausstellen. Das soll wohl Probleme verursachen. Eigentlich gab es auch noch einen Lösungsansatz, dass man die Grafik nicht auf 16:9, sondern auf 4:3 stellen soll. Aber da scheißen wir drauf. Denn 4:3 ist unerträglich, glaubt mir. Das wollt ihr nicht sehen. So. Wir nehmen das hier mit. Bestiarium. Haben wir doch schon. Ist dasselbe, oder? So, wir gucken das noch mal ganz kurz an. Ja, es ist exakt dasselbe. Kann weg. Ich weiß halt nicht, hier steht auch kein Goldwert dran. So, ich glaube halt nicht, dass es irgendwie was Cooles bringt. Ich lasse es einfach mal weg. Ich habe jetzt noch mal Dolche mitgenommen. Die scheinen ja auch nicht aufzutauchen. Aber, okay, wir haben sie. Der Typ kam wieder hoch. Er hat mich direkt angegriffen. Dann hätten wir die Sache auch geklärt. Beziehungsweise erst hat er ihn angegriffen. Den netten Typen, der uns geweckt hat. Tut mir leid für ihn. Aber, naja, was willst du machen? So. Eigentlich müsste ich jetzt Skillpunkte in Schleichen investieren, oder? Wenn wir jetzt... Könnte ich mal direkt machen, wenn wir jetzt hier so... auf uns gestellt sind. Was ist das? Einbrechen, Schlösser, Fallen, aufspüren. Habe ich leider nicht die Punkte. Haben wir erstmal einen hier reingemacht. Der zweite braucht 4. Die haben wir leider nicht. Telekinese wäre vielleicht witzig, aber Hauptsache wir werden jetzt nicht so gesehen. Gibt es hier irgendein Geheimversteck oder was soll mir dieses Geräusch sagen? Da ist wieder Magierstab, als hätten wir nicht schon alles eingesammelt. Diesmal machen wir es direkt. Richtig. Tot. Haben die mich schon gesehen? Versuch nicht zu fliehen. Okay. Alter, wie blockt denn der? Ist der Ninja? Ah, was ist das? Ich weiß es nicht. Habe ich nicht irgendwie einen Ansturm gehabt? Nee, das... Boah, muss vernichten! Okay, der ist tot. Nein, falsche Waffe. Ich wollte mal so einen Ansturm machen. Ach, war irgendwie nicht so wirklich Ansturm. Alter, das Blocken funktioniert überhaupt nicht. Na, jetzt hat es funktioniert. Was war das? Was war da? Wo ist er jetzt? Ich wollte mal das Ding eigentlich umschwenken. Eigentlich hätte man damit auch einen umhauen können, ich glaube. Bleib sofort stehen. Dafür ist es da. Was muss ich machen? Ich weiß es doch nicht. Und immer dasselbe. Und köpfen. Doch nicht köpfen. Kommt da nicht noch irgendwer? Kann ich ihn nicht mit Mist bewerfen hier? Na, irgendwie nicht. Ja, lauf durchs Feuer, trau dich. Zeig, was du kannst, bevor ich dich töte. Ja, wohl nicht. Ja, nee, ich trete dich, Boy. Brenn mal schön. Hat der jetzt gebrannt? Ich hab gesagt, du sollst brennen. Brenne! Geht doch. Sehr gut. Könnt ihr jetzt alle Korpses wahrscheinlich hier verbrennen. Oh, mitnehmen. Der Typ hat da eigentlich Munition für den Bogen, einer von denen, oder? Aber ich... wieder hier los. Ich glaube tatsächlich... Ah, da, doch. Sehr gut. Normaler Bogen, Öl. Kann ich das einfach ins Feuer schmeißen? Nichts passiert, ey. Okay, das heißt, das hier bringt nichts. Das ist, glaube ich, echt nur dazu da, jemanden umzuhauen. Damit. Nein, andere Richtung. So, wie weit geht denn das? Ja, damit hätte man, glaube ich, jemanden umknallen können. Jetzt müsste das auch brennen? Nö. Okay.
Ja, da kommen wir ja nicht durch. Da müssen wir wahrscheinlich aber einmal das Ding triggern. Keine Überraschung. Steinhelm hat eine Liebesgilde. So, einmal essen. Essen, essen, essen. So. Weiß nicht, was sie mit Liebesgilde will. Was ist falsch mit ihr? So, weiter geht's. Ich dachte jetzt, irgendwelche Skelette greifen an. Ja, die Einzige in der Mitte des Bildschirms zeigt, wie verborgen seid. Je voller sie ist, desto schlechter werdet ihr gesehen. Vergesst nicht, dass ihr Stützen zerbrechen könnt, um schwere Gegenstände eure Feinde fallen zu lassen. Das werden wir auch gleich mal ausprobieren. Sobald der Typ wiederkommt, werden wir das auch machen. Also es geht natürlich auch anders. Man könnte auch Feuer drauf casten oder irgendwelche Zauber. Könnte mich vielleicht auch hinschlagen, das Ding wegtreten, aber es besteht Gefahr, dass ich da drunter stehe. Kommt der mal? Nö, irgendwie nicht so. Ist das? Eine Schippe? Oh, nein, nicht schießen, ganz ruhig. So, ich könnte auch jemandem was an den Kopf schmeißen. Kisten mit Drachen, ja, weiß ich doch schon. Darf natürlich keiner mitbekommen hier. Okay, jetzt sind wir in so einer Art Irrgarten. In dem wir anscheinend mega laut sind. Oder auch nicht. Oder auch doch. Da sind eine Menge Gegner, sehe ich. Gucken einfach mal, wie die stehen. Natürlich werde ich instant gesehen. Aber nur von einem. Okay. Dann machen wir mal die gute Alte. Vorsicht, Boy. Haha. Tod, Kurzschwert. Kurzschwerter sind mir egal. Habe ich genug? Habe ich ein eigenes? So, ich kann ja nicht Headshot, glaube ich. Beziehungsweise, das macht halt nicht so viel Schaden, dass die Person sterben würde. Außerdem habe ich das Fadenkreuz ja nicht mehr. Ich versuche es aber trotzdem mal. Okay, er hat es halt easy überlegt. Alter, was die aushalten. Ist das der Ansturm? Ich weiß es nicht. So, schwerer Angriff. Rennen. Boost. Wirkt irgendwie nicht so. Oh. Hups. Das wollte ich nicht. Das tut mir aber leid. Hallo? Bims. Okay, hier wurde irgendwas geschaufelt. Gräber. Einer. Werde ich jetzt gar nicht gesehen oder komplett gesehen? Macht denn der? Ab ins Wasser mit dir. Die ertrinken. Da bist du ja. Alle rein! Rein mit euch ins Wasser! Ja, von oben aufschlitzen. Jo, alles klar, Ninja. Tot. Oh, aufpassen. Junge, du würdest mich hier fast platt machen. Ja, alles klar. Zeig, was du kannst, bevor ich dich töte. Und patz! Ich töte dich, mein Freund. Oh, ich hab jetzt zu finishen. Tut mir leid. Willst du nochmal aufstehen? Nee. Du hast auch keinen Schlüssel, glaube ich. Hast du einen Schlüssel? Komm mal mit. Ich muss die nach Schlüsseln untersuchen. Sieht nicht so aus. Ich glaube, die hängen am Körper. Ich bin mir nicht sicher. Hier gibt es hier noch was. Ich habe krasse Aufladung. Ich töte instant. Jetzt ist weg. Gut,
dass wir Schleichen genommen haben, wobei das, glaube ich, noch nicht so viel gebracht hat. So weiter. Wir müssen rein und uns den Kristall holen. Das war. Okay, jetzt kommen wir also hier hin. Wir könnten jetzt hier aufmachen. Zack. Einfach nur, weil wir es können. Alles klar. So eine Art Kerker-Schleichmission. Ich verstehe. Ladebildschirm. Keine Angst. Ihr seht den Ladebildschirm auf irgendeinem Grund nicht. Aber es ist ein Ladebildschirm gewesen. Endlich drin. Gut gemacht. Danke. Sehen wir mal, was hier los ist. Kriegt man die Punkte eigentlich für Erfolge? Beziehungsweise also Hauptmissionserfolge? Oder für XP? Ich glaube Hauptmissionserfolge. Eine Fledermaus? Was war das? Ich weiß es nicht. Was war das? Ey, willst du... Schinken? Habe ich gerade Schinken bekommen? Alles klar. Eine Spinne! Was ist das für Spinnen? Alles klar. Versuch nicht zu fliehen. Stirb. Nee, nee, hier kriegst du Kartoffeln ins Gesicht. Oh, oh. Dafür wirst du bezahlen, wenn ich dich in die Finger kriege. Wieso weiß der, wo ich bin? Wieso komme ich hier nicht raus? Stirb. Alter, jetzt. Halt doch die Klappe. Alter, die. Die schlagen auch manchmal echt schnell zu, muss man sagen. Komm, ich will den hier töten. Der ist ja schon fast tot. Das ist halt das Problem so. Manchmal, also du kannst nicht so schnell reagieren, die gucken nach vorne und auf einmal zack, kriegst du einen Schlag von der Seite ab. Wo man überhaupt nicht mit rechnet. Okay, ich denke mal, ich habe ja jetzt alles tot. Kann auch ein bisschen Vian essen. Weiter geht's. Ich glaube, wenn der Balken weiß ist, jetzt hier. Ah, okay. Ja, dann denke ich, wenn er weiß ist, bin ich schlechter zu sehen. Was gab's? Einen Heiltrank. Okay. Das ist besser, als Karawanen auszurauben. Okay, da ist wieder so eine Falle. Ich hatte schlechtere Anführer als Arantir. Er verursacht mir immer noch Gänsehaut. Bist du ihm begegnet? Vergiss nicht, Gegenstände aufzunehmen und sie auf Feinde zu werfen. Warum sollte ich? Tötet es sie. Hm. Ich habe jetzt leider nichts zum... Was war das? Okay. Da muss ich drauf achten. Ach komm! Ja, wie oft der schlagen kann. Alter, ja, und booster halt nach vorne. Ich kann halt nicht rückwärts rennen. Es ist einfach... GG für die Gegner. Yo, er duckt sich drunter. Ja, und ich kann nicht blocken. Schon wieder nicht. Ich drücke jetzt dauerhaft blocken. Und, was? Rennt der gerade weg? Wie, du brauchst Hilfe? Junge. Falsch mit dir. Für eine Wache. Haben die irgendwas am Arsch gehabt? Nö. Ich Schwert ist nicht so mein Ding. Muss ich zugeben. Ich glaube, ich bleibe beim Stab erstmal. Habe ich die bessere Alternative. So, hier war ja was, ne? Saret, sehr gut. Wir sollten Ausschau nach weiteren halten. Ist das jetzt ein Geheimgang oder geht's hier weiter? Nimm, Mana, so. Ist da irgendwas drin? Nö. Gucken wir mal. Glückwunsch, du hast einen geheimen Bereich gefunden. Wieder mal irgendein Stärkungstrank, war das? Nee, Steinhauttrank. Verleiht die Haut, der Haut des Trinkenden die Härte von Stein und erhöht dadurch den Rüstungswert des Trinkenden. Aber auch sein Gewicht, wodurch er sich sehr langsam bewegt. Aber ist zeitlich begrenzt, nehme ich an.
Was? LOL! Alles klar, versuchen wir mal einen Heiltrank. Wow, so viel heilt er gar nicht. Gegengift? Ich vergiftet oder was? Ich habe 24 AP. Ich sehe halt nichts. Ich mache einfach mal schnell die Truhe auf. Lebenstrank, wow! Der ist ja so krass. Wahrscheinlich ist er auch irgendwann echt krass. Da, zack. Das ist nur ein Ölkrug. Irgendwo draufschmeißen. Ah, doch, Öl. Okay. Wo geht's denn weiter? Von hier komme ich doch. Ne, von hier komme ich nicht. Das ist eine Lüge, hier muss ich hin. Okay, weiter geht's. Dolch. Und irgendeine Frau. Kaputt machen? Ich könnte einfach vorbeigehen, glaube ich, aber ich will nicht vorbeigehen. Kann er mal werfen? Patz! Gesicht, ey. Rein mit dir. Und drauf! Ach komm! Das ist einfach so Imber. Sind die? So, liegen bleiben. Kurzschwert, Kurzschwert. Und ich darf looten. Köcher. Mana-Trank habe ich gesehen. Hier gibt es Bananen. Viele Bananen, alles klar. So, hier kann man aufmachen. Fisch, Lauch. Alles Proviant einfach, ne? Ich zieh's mir einfach komplett rein. Ich scheiße aufs Kochen. Wenn es hier überhaupt geht. Hier geht's nicht weiter. Ne, hier geht's weiter. Dachte ich mir. Ja, hier ist. Ah, guck mal. Pilze. Ach so, ich direkt gesehen. Alter, das ist doch einfach so behindert. So dreckig. Ich treffe einfach gar nicht. Willst du mich verarschen? Alter. Die Tür zu. Aufladen. Zack. Zack. Oh, da ist ein Bogenschütze. Pam. Oh, lol. Das Finisher. Junge. Kurzschwert. Ah, der ist schon tot. Alles so schnell tot, ey. Hier haben wir eine Glaskaraffe, die nicht kaputt gegangen ist. Sehr gute Glaskaraffe, wie ich finde. Köcher. Leichnam von einer Frau. Und wir können wieder Tränke schlucken. Yay, geht ja nicht anders. Hier geht... Alles klar, hier mache ich wieder zu. Torte. Heil. Nein, da ist noch. Nimm den Heiltrank. Oben komme ich nicht hin, ne? Doch. Nein, bricht zusammen. Hier. Ist ja auch irgendwas Stabileres. Was? Warum? Ach, wegen dem Feuer. Hoch. Du sollst dich da oben festhalten. Bist du denn komplett des Wahnsinns? Okay, das stürzt immer alles ein. Sind jetzt. Nicht die stabilsten Gegenstände. Dann würde ich sagen. Da ist ein Schild. Mal kurz ein bisschen die Lage checken. Hier ist ein Seil. Ich hoffe, der stirbt. Bam! Jawoll! Ja, komm doch her. Oh, kommt halt hier hin. Bam! Nein, nicht getroffen. Okay, da ist ein Feuer, das muss ich halt nutzen. Feuer.
Feuer. Hey, nein! Wieso? Feuer. Immerhin. Komm schon! Ach, schade. Bam! Und jetzt nochmal. Bam! Geil! Kann das mal aufhören zu schwingen? Ich hab Angst. Ich muss da ja durch. Oh, hier ist eine Truhe. Heiltrank. Mana-Trank. Nicht den Stuhl. Ich werde da doch selbst von getroffen. Dolche nehme ich jetzt einfach mal mit. Hier sind noch mehr von den Drecksschilden. Normaler Bogen, normale Schwerter, alles lame. Wir suchen den nächsten Weg. Zu. Hier. Auch zu. Okay, wir hätten ja gar nicht hochgemusst. Sehr gut. Super. Da geht's lang. Danke. Okay, hier geht's lang. Alles erstmal essen. Ich möchte mal speichern wieder zwischendurch. Danke. Hallo, was gibt's denn hier Schönes? Mana-Trank? Ein Holzscheit? Ne, kann ich nicht mitnehmen. Merkwürdiger? Okay, da kommt's, geht's weiter. Zaubererrobe. Oho, immerhin mal irgendwas an Klamotten. Dafür brauche ich Anti-Affinität hier. Können wir mal direkt machen. Damit wir überhaupt irgendwas im Slot haben. So. Huh, was gibt uns das? Rüstungswert plus 1 erhöht das maximale Maler um 10. Okay, immerhin. Das Buch der Ghule. Buch Beherrschung von Zauberei. Sagt uns das? Ah, so wisset denn, dass ihr viele dunkle Pfade beschreitet und alles studieren müsst, was unheimlich und verborgen ist, wenn ihr eure Fertigkeit der Zauberei meistern wollt. In den Tiefen des magischen Verstandes ruht die wahre Essenz der Zauberei, der Kraft jenseits dieser Welt, die uns die Drachen geschenkt haben. Punkt. Doch es heißt, es gäbe eine Macht jenseits der Macht, einen uralten Ursprung für alle höhere Magie auf der Welt, die schlummere und schlafe und auf den Tag des Erwachens warte. Meditiert darüber und ihr werdet feststellen, dass eure Zauberkraft zunimmt. Lame. Hier kann man rein. Ich sehe halt nichts. Okay, ist auch kaputt machen? Nee. Okay, der merkwürdige Kerzenleuchter wartet auf uns. Er gibt's ja nicht. Was? Das war's? Ornament und irgendwas mit Aussparung. Wegschmeiß. Okay, ich muss es im Inventar haben. Alles klar. Der kann weg. Gegengift weg. So, es muss jetzt natürlich irgendwo drauf platziert werden, nehme ich mal an. Oh. Trank fast vergessen. Wahrscheinlich im anderen Raum. Und wo ist der Ghoul hin? Das ist eine viel wichtigere Frage. Oh, es hat aufgehört zu schwingen. Ist irgendwo hier draufstellen? Das ist wahrscheinlich nur ein Thron. Ja, setz hoch. Guck, ob das hält. Okay. Irgendwas mit Ornamenten. Jetzt geh doch mal irgendwie ein bisschen nach oben. So, sehe ich von hier was Besseres? Nicht so wirklich, ne? Oder? Hier ist nix. Die Türen waren alle zu. Vielleicht muss es doch hier drin sein. Moment, hier ist ein Kerzenleuchter. Was? Ich hab jetzt mit meinem Geheimgang hier irgendwie gehofft. Hab ich denn davon? Merkwürdiger Kerzenständer. Was bringt mir das? In diesem Ornament ist unten eine Aussparung.
Ja, ich muss es irgendwo draufpacken. Hab's schon verstanden. Nur wo? Wo? Kann ich den oben draufstellen? Ja, wäre cool, wenn du angehst. Ich sehe halt hier leider nicht so viel. Und ihr seht noch weniger als ich. Okay, hier ist es anscheinend nicht. Gucken wir uns mal um. Wo kann man ein Ornament draufstellen? Also so ein Ding draufstellen. Muss ja irgendwo sein. Oh, ich habe die Tür nicht gesehen. What? Hat er das gesehen? Nee, das... Oh doch. Ah, das ist ein anderer Raum. Alter, dass der alles sieht, ne? Warum blocke ich das überhaupt? Mir wurde gesagt, ich soll das blocken. Wahrscheinlich mit einem... was anderem. Bogen brauche ich nicht. Da ist nichts. Ich muss hier hoch. Oder? War nichts. Nö. Aber eigentlich... Muss ich vielleicht zurück? Das lässt mich jetzt nicht los. Ich bin schon 26 Minuten am Aufnehmen. Okay, wir machen das so, liebe Leute, damit es nicht den Spielspaß von uns allen hier kaputt macht, beziehungsweise euch. Suche ich das jetzt mal offscreen, wenn ich nichts finde, gehen wir einfach weiter. Mal gucken, ob ich irgendwo was finde, wo ich das draufpacken kann. Dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. Bis zur nächsten Folge. Gucken wir mal. Im Moment, die Folge war stabil. Gucken, ob es in den nächsten 2, 3 Folgen noch weiter so ist. Tschüss.